Herzlich willkommen in Berlin, herzlich willkommen auf der IFA, herzlich willkommen am Stand von Vodafone. Mein Name ist Maximilian Schmidt und wir befinden uns hier gerade im Obergeschoss unseres Standes, hier wo die Fachhändler sich treffen, um interessante Gespräche zu führen. Wir haben in den letzten Monaten sehr viel Konzeptionsarbeit und Organisationsarbeit geleistet und sind total stolz auf unseren Stand. Wie man sieht, es ist wirklich sehr schön geworden. Wir haben sehr viele neue Innovationen hier am Stand und wir freuen uns einfach hier zu sein mit unseren Partnern. Und meine Kollegin Rebecca Schmitz wird ein bisschen inhaltlich den Fokus setzen und wird uns ein bisschen was über die inhaltlichen Themen erzählen. Wir haben in den letzten Wochen mit einem riesen Team zusammengearbeitet, haben die einzelnen Themen zusammengefügt, nicht nur auf Papier, sondern im Endeffekt auch in Präsentationen umgewandelt, haben die Showcases aufgebaut, damit wir unsere Messebesucher zu allen unseren Produkten abholen können, gerade unsere Innovationen Richtung LTE, Join, Smart 2, gerade die Themen haben wir nochmal in den Vordergrund gestellt und ja, wir haben ein tolles Team, alle sind hoch motiviert, wir haben tolle Messetage, erstes Feedback ist auch soweit positiv gewesen, die Kunden sind sehr begeistert und das Ganze schlägt sich halt auch schon in den Shop-Ergebnissen wieder, denn da hat die Kasse die letzten Tage schon ganz schön geklingelt. Ja, tolles Team ist ein gutes Stichwort. Nicht nur in der Vorbereitung, sondern auch hier vor Ort haben wir wirklich ein sehr, sehr tolles Messeteam und ja, wir freuen uns einfach, dass wir den Kunden so begeistern können. Wir haben dieses Jahr auch wieder unsere Highlight-Bühne mit unserem Speed-Quiz, wo wir attraktive Gewinne verlosen mit einer klasse Moderatorin, Romina Bex. Wir freuen uns auch, dass Matthias Schweighöfer da ist, den wir heute auf unserer Showbühne begrüßen dürfen. Und natürlich haben wir zu unserer Kooperation mit The Voice of Germany dieses Mal auch die Siegerin gewinnen können für uns, die am Sonntag und am Montag bei uns auftritt. Und ja, darauf freuen wir uns. Wir freuen uns auf eine klasse IFA. Wir sehen, es ist voll, den Kunden gefällt's. Also, wir freuen uns drauf.